Ich versuch's nochmal in der Todkampagne. Ich möchte das Schlachthaus freischalten, brauch nur einen Totenkopf dazu. Dann gehen wir mal auf den Friedhof und versuch's nochmal beim Herzstillstand. Andreas wird als Name vorgeschlagen. Bordfahren. Wir haben nochmal ein paar Booster. Es muss ja schnell gehen. Also brauchen wir nicht viel Zeit, sondern... Risikofaktoren für Krankheiten sind entfernt. Das ist gut. Hier vielleicht auch noch was Gutes. Schnelle Ernte. Genesung. Was können wir hier noch nehmen? Streiks dauern länger. Hier können wir Tage länger nochmal nehmen. Hier brauchen die Tests länger. Dann haben wir noch eins über. Zwei Punkte. Dann nehme ich doch zwei zufälligen Risikofaktoren oder hier 15 Punkte starten. 4 Punkte Rausch ist natürlich auch nicht schlecht. Nehmen wir das doch. Starten wir Spiel. Herzstillstand sollen wir erreichen. Bei Andreas. Andreas wurde in die Notaufnahme eingewiesen und hat einen Herzstillstand. Das medizinische Team arbeitet rund um die Uhr, um Andreas zu retten. Starten wir das Ganze mal. Wir geben mal ein bisschen Gas, weil ich brauche jetzt Punkte, um was zu tun. Mit 5 Punkten kann ich vielleicht schon was tun. Die Sachen sind schon angegriffen. Blutgerinnungsstörung hat er jetzt auch noch dazu gekriegt. Ja, 4 ist zu wenig. Ah. Mit einer 7 kann ich was anfangen. Einer fehlt noch. Der Kreislauf muss weg. Als nächstes gehe ich dann auf die Niere. Da brauche ich mehr. Ja, Sammelkraft ist gut. So, was nehmen wir da? Post-thrombotisches Syndrom. Was ist schlimmer? Nehmen wir das mal. Systemversagen. Jetzt können wir noch eine Lungenembolie ausloggen. Können wir nochmal verbessern. Plus 3 alle 15 Tage, machen wir mit. Mit 10, da können wir schon was tun. Wir gehen jetzt voll auf die Nieren. Nierenzysten. Grippewelle, super. Genesung auch schon vorangeschritten. Da müssen wir langsam ein bisschen Gas geben. Da fehlt uns noch was, chronisches Nierenversagen. Viel fehlt aber nicht mehr.
Komm, hilf mir. Ich habe schon mal 63 Genesungen. Das wird spannend. 11. Ah, fehlt uns einer für die Harnwegsinfektion. Gehen wir mal voll auf die Niere. Nierensteine auch noch. Die Lungentransplantation hat jetzt auch noch gekriegt. Bei 8, was kann ich da noch tun? Was kann ich tun? Krankenpflegerstreik wäre vielleicht ganz gut. Der Genesungsfortschritt eingestellt. Das brauche ich, glaube ich. Wenn ich noch was reißen will. Verbessern brauche ich nicht mehr. Ich muss irgendwas tun, was ihn schnell killt. Die Infektion bringt nicht mehr viel. Immunsystem können wir was tun. Eine Schlafstörung ist zu teuer. Meine Muskeln? Der kostet 21. Zirrhose? Beides vielleicht ganz gut. 11, 10, das könnte gut gehen. Verdammt. 5, 4, oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. 91. Ja! Endlich habe ich das geschafft. Level 5 abgeschlossen. Der Herzinfarkt brachte Andreas Kreislaufsystem als erstes zum Kollabieren, was zum Kollabieren des Nierensystems führte. Lungentransplantation wurde an Andreas als letzter Ausweg durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Der arme Kerl.